Herzlich willkommen zu Green Capital TV, das Magazin. Heute wird in London geheiratet und wir zeigen Ihnen gleich mal, wie die Hamburger, die ja traditionell sehr anglophil sind, sich eigentlich darauf vorbereiten. In der Situation am Hamburger Flughafen beim Lufthansa-Streik. Morgen ist übrigens auch Vatertag, ne? Mhm. Herrentag, sehr gut. So kriegt man immer seinen Grund. Steinbring hat schon wieder ein Fahrzeug gebrannt. Elektromobilität. Immer mehr Autohersteller setzen auf diese Zukunftstechnologie. Doch wie fährt es sich denn nun eigentlich so ein E-Auto? Sehen Sie bei uns den ultimativen Selbstversuch. Und natürlich Wahnsinn, Clowns und Helden, damals Viktor Worms Hitparade im ZDF, du mit weißen Handschuhen, so geil. Holst du die dafür nochmal raus oder die Zeit sind vorbei? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so dick geworden, ich passe nur über den Rest der Zeit. Die wunderbare Jasmin Wagner, guten Morgen Jasmin. Oh, was für eine Grüße. Also, sag mal, das ist ja zum Beispiel der Superbundeskanzler. Ja, Bundeskanzler. Auf, Bundeskanzler. Ja, it's a real honor for me. Es ist eine große Ehre. Aber im Prinzip bist du auf der Seite, wo das liegt. Max Mutzke, Max. Schau mal weiter. Ja. Sie kennen sich aus, Frau Metzger, als Pressesprecherin. Was sind da für Sie in den nächsten Monaten in diesem Jahr noch die Highlights? Der Überliefer. Von Olaf Scholz hier in der Fabrik gegen das ist Hamburg 1 Jahres und Kriegs 2000. Trotz dieser politischen Paukenschläge vom 18. Da sind wir. So ist das manchmal, ne? Die 3, die 4, die 2, die 1. Die Raucher wollen eigentlich alle, bis auf die wirklich Überzeugten, von Glimmstängel Lunglingels. Norsen, ich hole nur mal eben das Gerät. Das war das Frühcafé für heute. Live-Fernsehen für Sie mit allem Pipapo 3 Stunden. Morgen wieder einschalten. Wir freuen uns. Bis morgen. Auf Wiedersehen und tschüss.